Nachdem die ersten zwei Teile unserer Doku uns nun einen gewissen Überblick über die Herkunft der Swastika und ihren Missbrauch durch die Nationalsozialisten verschafft haben, befasste sich Teil 3 mit der Überforderung unserer Gesellschaft bei der Vergangenheitsbewältigung zu diesem Thema und stellte ein paar Künstler vor, die auf ihre Weise versuchen, dieses tabuisierte Thema anzugehen. Der vierte Teil nun führt uns zu einem Mann, der sich Dajo nennt, in Berlin wohnt und dort bereits seit über 15 Jahren Seminare gibt. In sogenannten Seelenschmelzekreisen fordert er seine Teilnehmer auf, sich durch wirkliche Hingabe auf tiefe Transformationsprozesse einzulassen. Aufmerksam auf ihn wurde ich durch die Ausschreibung eines seiner Seminare, das dazu aufforderte, die Swastika in sich zu heilen. Grund genug, dem Mann mal einen kleinen Besuch abzustatten. So, jetzt sind wir mitten in Berlin beim Dajo Wendler. Spiritueller Heiler, Schamane, Meister, aber eben auch spiritueller Rebell. Ganz wichtig. Und den besuchen wir jetzt. Tanna Shiva Prachodaya. Ja, Dajo, freut mich, dass wir bei dir sind, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier in deiner Praxis zu empfangen. Und ja, weißt du, warum ich hier bin? Die Sendung, die ich drehe, es geht um die Heilung der Swastika und ich habe dich im Internet auf Facebook gefunden und fand das also unheimlich interessant, deine Arbeit, wo ich gelesen habe, wie du dich mit der Swastika auseinandersetzt. Und dann dachte ich mir, das ist doch kein Zufall, dass jetzt gerade, wo ich an der Recherche zu dieser Sendung bin, dass ich da auf dich stoße. Und da wollte ich dich mal ja, grundsätzlich fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit der Swastika zu beschäftigen? Ja, war eine große Überraschung, wie ich zur Swastika gekommen bin. Weil das wirklich nicht wirklich auf dem Schirm war. Also diese Zeichen war präsent, das gab es. Ganz klar, das war mir auch bewusst. Aber wie alle anderen hatte ich einfach genau diese nur Negativvorstellung und Assoziation damit. Und im Ende 2015 saß ich vor meinem Buddha und habe meditiert und plötzlich empfing ich einfach die Vision von Buddha, dass er gesagt hat, du wirst die Swastika tragen, dort, wo es die Buddhas tragen, auf dem Herzchakra als Tattoo. Das ist eine krasse Durchsage, würde ich sagen, wenn man in Deutschland lebt. Genau. Und genau wie du sagst, eben einfach eine krasse Durchsage, war auch ein krasser Widerstand. Sofort. Ja. Ne? Also mir war natürlich sofort bewusst, ich habe den perfekten Haarschnitt, ich habe die perfekte Statur, um es absolut misszuverstehen. Nazi. Genau. Und wirklich meine erste Reaktion war einfach, hey, bei aller Hingabe, die ich wirklich immer praktiziert habe, das ist echt wirklich eine Sache, da mache ich nicht mit. Too much. Ja, das ist einfach nicht. Gleichzeitig war auch einfach dieses Bewusstsein und das Fühlen, dass ich mich irgendwie damit trotzdem jetzt befassen muss, ob ich jetzt Widerstand habe oder nicht, dass es einfach wirklich um die Hingabe geht. Der Prozess, ne? Läuft. Weil die emotionale Reaktion war einfach total stark. Also es waren ganz viele Tränen und ganz viel Schönheit einfach auch da gewesen. Weil das war mir schon bewusst, irgendwie die Buddhas, wenn die das auf dem Herzchakra haben, das fand ich immer wunderschön. Ne? Aber das war eben einfach wirklich erstmal
ein Weg, wo ich gesagt habe, boah, das sind da richtig Ängste durch dich gegangen oder hast du auch einen kollektiven Schmerz, der mit diesem Symbol verbunden ist, gespürt? Oder? Der kam später. Also wie gesagt, an dem Morgen, wo ich meditiert habe, war ich erstmal so total erschüttert und habe gesagt, okay, krass, jetzt hast du hier irgendwie so eine Durchsage, wie du sagst. Und mit der muss ich jetzt irgendwie umgehen. Und dann fing wirklich die Arbeit mit der Swastika erstmal an. Genau das, was du sagst. Welche Sachen passieren einfach? Weil natürlich war sofort, also dieser Widerstand, den ich hatte, basierte natürlich auf der Angst, ne? Dass ich einfach gesagt habe, hey, mir ist bewusst, dass diese Zeichen in Deutschland in jeglicher Art verboten ist, außer sie steht in einem ganz engen Kontext, der erlaubt ist, ne? Der aber nichts mit meiner Vision zu tun hat. Ne? Und dann begann ich wirklich, das allererste, was ich gemacht habe, war wirklich Silvester, habe ich mir überhaupt das erste Mal erlaubt, eine Swastika aus Kerzen zu bilden, aus Teelichten. Und das war schon allein schon so ein großes Aha-Erlebnis, dass ich mitgekriegt habe, dass ich noch nicht mal mir erlaube als Deutscher, dieses Symbol zu bauen. In meinen privaten Räumen, mit meiner Liebe, mit meinem Herzen, mit meinem Nicht-Faschist-Sein, mit meinem Nicht-Rassist-Sein, mit wirklich mit so einem Herzen traue ich mich noch nicht mal, dieses Symbol zu bauen. Ja? Und als es dann brannte, ging ich wirklich immer wieder durch echt wirklich so Wechselbäder, dass ich wirklich immer gesagt habe, oh Gott, das ist ein Hakenkreuz. Mhm. Oh, ist das schön. Oh, das ist ein Hakenkreuz. Oh, ist das schön. Ja, das ging wirklich echt, es war wirklich ein totales Wechselbad. Ne? Und diesen Prozess habe ich 3 Monate immer mit einer brennenden Swastika jeden Morgen gemacht. Und da bin ich durch alle Schichten durchgegangen, wie du sagst. Kollektive, als auch familiäre. Also ich habe einen Großvater väterlicherseits, der aktiver Nazi war. Da habe ich ganz viel mit Familienaufstellung schon gearbeitet. Hätte mich jetzt fast auch gewundert, wenn nicht. Genau. Ja. Und dann bin ich wirklich durch alle Prozesse durchgegangen, bis ich irgendwann eines Tages, und das war so ein kleiner, aber ganz wichtiger Durchbruch, ich habe auf diese brennende Swastika vor mir geschaut und ich habe wie auf ein missbrauchtes Kind geschaut. Und ich habe unter Tränen einfach immer nur gesagt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, was dir passiert ist. Ja. Das war wirklich so ein Ding. Und dann gab es auch eine Phase, die rinkam, die ich auch ganz spannend fand, war einfach der Moment, dass ich wirklich enorm wütend war auf Hitler. Einfach nur wütend. Ja. Ja? Nicht, was nicht zuerst mal mit seinen Taten zu tun hat, die stehen auf einem ganz anderen Blatt. Aber einfach diese, hey, du Scheißkerl, hast das einfach so in den Dreck gefahren. Ja. Und da war einfach so eine gute, heilige Wut einfach da, dass ich ja wirklich einfach gesagt habe, ey, es kann nicht wahr sein. Ne? Und dann ging es weiter und dann ging es weiter und dann ging es weiter. Also wirklich, ich bin immer wieder, und dann habe ich das wie ein Mantra vor mich hergetragen, ich glaube, ich werde es tätowieren lassen. Und daran habe ich mitgekriegt, hey, das ist, da passiert noch ganz viel in mir. Und an diesem ich glaube und ich schiebe es immer noch vor mich her, gleichzeitig aber eine große Attraktion mittlerweile dann. Ne? Also auch die Recherche, die ich dann betrieben habe, die war für mich so erstaunlich, weil die meisten wissen schon, okay, es gibt im Buddhismus diese Zeichen, das wissen eigentlich die meisten noch. Dann wissen vielleicht noch ein paar mehr, wissen, dass es bei den Native Americans, also in den nordamerikanischen Indianern benutzt wurde. Aber dann ist eigentlich schon Schluss. Und ich war so fasziniert, in welchen Kulturen, in welcher Darstellungsform. Ja, und wie alt das vor allem ist. Ja. Also es gibt einen Fund, der ist über 15.000 Jahre alt, ja. Die Swastika drauf. Ja. Das ist, und das war wirklich für mich auch, wo ich dann auch nochmal gesehen habe, 15.000 Jahre, 12 Jahre Missbrauch. Ja. Diese Relation stimmte dann nicht. Das, und dann war natürlich wirklich ein tiefer innerer Prozess, gerade mit mir als spirituellen Rebellen, der einfach sagt, ich möchte die Dinge wieder frei kriegen, wirklich in ihrer Urform kriegen. Ja? Ja, und dann, ja eben, du hast das jetzt auf die Brust tätowiert, groß, haben wir auch auf dem Foto, also musste ich jetzt hier nicht ausziehen, das Mikro dran, aber ja, ist schon beeindruckend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so einiges in einem abgeht, wenn man da, also davor der Prozess,
danach, wenn es dann drauf ist, jetzt ist Sommer, jetzt zeige ich mich das erste Mal damit. Boah, Alter, was kommt da auf mich zu da draußen? Kann ich damit umgehen? Was projizieren Leute aus völlig verschiedenen Gruppen auf mich drauf? Also ich denke, da wollen wir schon ein paar Eier, damit wir damit rausgehen. Also deswegen Respekt, Respekt. Also beeindruckt mich schon, vor allem aus diesem Hintergrund heraus. Ja, ist wirklich so, dass jetzt gerade mit dem beginnenden Sommer eben jetzt die nächsten Prozesse anstehen für mich und eben auch schon gemeistert wurden. Ne? Also wo ich merke, also ich gehe halt immer wieder zum Ausgleich meiner Arbeit, gehe ich eben immer gerne in eine bestimmte Sauna, in so eine Stammsauna. Und da habe ich mir erstmal einen Schmuck machen gemacht, der im Prinzip die Swastika erstmal verdeckt, weil, wie gesagt, die Gesetzeslage ist klar, dass das Zeigen in der Öffentlichkeit, also das Tattoo selbst ist nicht strafbar, aber das Zeigen in der Öffentlichkeit ohne Kontext von geschichtlicher Aufklärung, Comic und Kunst und Kultur ist eben einfach weiterhin verboten. Und merke aber, dass jetzt, also im Januar 2017 habe ich diese Tattoo stechen lassen, dass ich jetzt eigentlich schon an dem Punkt bin, dass ich sage, ich möchte es auch in der Sauna nicht verstecken. Also es geht relativ schnell. Schnell, ja, muss ich sagen. Also deswegen ist ja ganz frisch, dieser Prozess. Wenn ich sehe da, welche Distanzen du da, also... Aber es ging ja auch eben anderthalb Jahre vorher erstmal wirklich konstant durch. Genau, drumherum schleichen. Und ich habe halt wirklich viele Annäherungen gemacht und auch der Prozess des Tätowierens selbst war ja auch dann nochmal so, das hatte ich ja dann auch auf Facebook geteilt, dass ich wirklich bei aller Klarheit, die ich dann schon erlangt hatte, als diese Zeichen drauf war, bin ich zwei Tage danach wirklich durch die Hölle gegangen. Ja? Ich wollte es mir wirklich, und das war wirklich für mich grausam, diese Bild, ich wollte es mir mit den Fingernägeln wieder rauskratzen, weil ich es fast nicht ertragen habe. Ja? Das glaub, und das war wirklich ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess. Erstmal, es fühlte sich an wie der größte Fehler meines Lebens. Mhm. Ja? Nicht, dass ich leichtfertig in diese Tattoo gegangen bin, gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Also diese Beschäftigung vorher war schon... Aber dann nochmal zu spüren, und da wurde mir nochmal deutlich, wie krass diese unerlösten Energiefelder, gerade in Deutschland, aber auch in Europa, einfach da sind, die, wenn man sensibel genug ist und dann diese Zeichen trägt, das ist so wie, als wenn du dich verbindest mit diesen Feldern und dann durchspürst du diese Felder. Genau, das habe ich mir schon gedacht, dass du damit konfrontiert bist. Es kann gar nicht anders sein, wenn man denkt, ja, wie Magie eigentlich funktioniert, durch die Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen. Und das haben wir ja schon im ersten Teil jetzt dieser Reportage gezeigt, also wie das omnipräsent war, dieses Zeichen. Die Deutschen waren gleich mit der Swastika geschaltet und dann mit einem Schlag war der Krieg verloren. Keiner war mehr Nazi, es gab keine Nazis mehr und nichts durfte daran erinnern. Das hat sich bis heute nicht verändert. Und genau, wie du vorher gesagt hast, es ist eigentlich schizophren, dieses Denken. Erst total auf dieses Ding drauf und dann genau ins Gegenteil. Nichts mehr darf dich damit verbinden. Ja. Und diese Spannung von oben nach unten, und ich glaube, das ist auch genau das, was du da mit hast, am eigenen Körper erleben dürfen. Von ganz oben nach ganz unten. Und ich glaube, ja, und da kommen wir jetzt mal direkt zu, du bietest jetzt ja auch Seminare an und da war jetzt schon das erste. Und da wollte ich dich mal fragen, wie gehst du da, oder von intuitiv nehme ich mal an, es geht darum, die Swastika zu heilen in uns. Mhm. Das finde ich ganz großartig, deswegen eben bin ich ja auch jetzt und spreche hier mit dir. Und da, dass du vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählst, so wie das erste Seminar war, oder was du für Erwartungen hattest, wurden die erfüllt, übertroffen, keine Ahnung. Ja, also was Erwartungen angeht oder diese Vision, die ich damit hatte, die ging eigentlich einher, als ich wirklich mich beschäftigt habe mit dem Symbol und mit der Annäherung des Tattoos. Und ich wusste irgendwie, ich muss erst diesen Prozess durchlaufen. Ich muss erst diese Tattoo haben. Erst dann kann ich wirklich dieses Seminar geben. Das war irgendwie einfach die Initiation vorher auch, noch mal ein Stück weit auch vorauszugehen. Aber du hattest noch nicht an Seminare gedacht, bevor dieses Tattoo drauf war? Doch. Oder das schon? Das kam so, sagen wir mal, nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich einfach mitgekriegt habe, wie viele intensive und sehr vielschichtige Prozesse. Das ist einfach auch diese, was jeder wissen muss, der sich mit der Swastika befasst. Das ist nicht nur der Horror, sondern du gehst auch wirklich, du kommst in magische Bereiche, die ich mir hätte nie vorstellen können.
ja, was diese Zeichen wirklich macht. Und einer meiner Schüler, der hat was ganz Spannendes gesagt. Er sagte einfach nur, er hat die Vermutung, dass diese Zeichen nicht nur aus dem Grund von Adolf Hitler und dem Nazi-Regime verboten ist, sondern weil die Menschen wissen, wie viel Kraft in ihr steckt. Das fand ich einen spannenden Gedanken, einfach wirklich nochmal zuzulassen und zu sagen, könnte was dran sein, gerade mit der Magie, die ich erlebt habe. Mhm. Wie gesagt, das Swastika-Seminar, die Idee ist einfach aus dem auch heraus entstanden, wie mein Wesen ist, dass ich einfach sage, wenn ich so gute Erfahrungen mit irgendwas habe, möchte ich diese Erfahrung gerne teilen. Ja? Und gerade weil ich einfach weiß, über diese 15 Jahre als Lehrer und Schamane tätig zu sein, weiß ich einfach, wie kostbar das ist, wenn wir wirklich durch alle Schichten durchdringen und wirklich eine Befreiung, eine Erlösung erlangen, wo wir wirklich wieder das eigene starten können, weil das eigene können wir nicht starten, wenn wir irgendwas hinten dran haben. Die Heilungsprozesse damit auch überhaupt erst. Ja. Genau. Und dann war es einfach so gewesen, dass ich dieses Swastika-Seminar gesehen habe und das auch ins Leben gerufen habe. Und da habe ich auch nochmal mitgekriegt, als ich es auf meine Webseite gepackt habe, das Seminar. Das war auch nochmal eine Überwindung. Natürlich. Ja? Weil das war wirklich, ich konnte wieder beobachten, und das ist so ein Prozess, den du immer mit der Swastika beobachten kannst. Es gibt immer irgendwelche subtilen Ebenen, die nochmal von irgendwo in deinem Wesen hochgespürt werden oder aus irgendwelchen kollektiven Feldern, weil ich habe schon auch nochmal mitgekriegt, versaue ich jetzt meine Seelenschmelzerarbeit, meine Massage und alles, was ich so mache, wenn die Leute sehen, oh Gott, der hat hier irgendwas mit Hakenkreuzen. Ja. Das war nochmal spannend. Und du sprachst an, welche Erwartungen ich hatte und ob sie erfüllt wurden. Sie wurden echt übererfüllt. Ja. Und ich kann einfach wirklich ganz klar sagen, jedem Teilnehmer von diesem Seminar verbeuge ich mich wirklich, weil die sind wirklich durch so krasse Sachen durchgegangen. Zwei meiner wirklich hingebungsvollsten Schüler haben zwischendurch dran gedacht, abzubrechen. So krass waren die Energien, mit denen wir zu tun hatten. Und es war, weil du ansprachst, ob ich so intuitiv gearbeitet habe oder vielleicht auch mit einem Programm, es war beides. Es war mir vorher schon wichtig, dass ich nicht nur wie in meiner Arbeit sonst nur in dieses Intuitive, in dieses Geführtwerden gehe. Auch, ganz wichtig, ganz klar, weil einfach auch zu gucken, wo sind jetzt die Teilnehmer, wo stehen sie? Man holt jeden da ab, wo er ist. Genau, weil passiert einfach und darauf wieder zu reagieren und nicht irgendwie stur mein Programm durchzuziehen. Und auf der anderen Seite war es aber in dem Seminar total wichtig, dass ich einfach gucke, mit welchen Energien haben wir jetzt wirklich zu tun. Also dass es vorher wirklich nochmal eine Reflexion gab, welche Aspekte muss ich unbedingt drin haben für diese Erlösungsarbeit. Und da kann ich einfach wirklich sagen, also wir hatten auch da wieder gute Führung. Wir hatten eine Frau aus Österreich. Und gerade sie aus Österreich kommend, hatte einfach wirklich eine so spannende Sonderposition in diesem Gesamtgefüge von dem Seminar, dass sie diejenige war, aus dessen Land der sogenannte Böse kam, dass sie genau die war, die ganz revolutionäre Impulse reingebracht hat in dieses Seminar, wo wir alle wirklich gedacht haben, boah, krass. Also was sie jetzt wirklich an Heilimpuls hatte, das war einfach Hammer. Und das Schöne war wirklich, wir konnten wirklich im Seminar sehen, dass es Menschen gab, die ganz stark verhaftet waren mit der Schuld. Natürlich. Und aber nicht nur mit der Schuld als etwas Belastendes, sondern daran festhalten zu wollen, obwohl man in diesem Seminar sitzt. Das war nochmal spannend zu sehen. Weil es auch noch Sicherheit ja auch gibt, also auf eine gewisse Weise. Und natürlich auch eine ganz starke Verstrickung mit den Opfern. Ja. Mhm. Bis irgendwann ganz, ganz klar für jeden wurde, für wen und weshalb fühle ich oder möchte ich mich noch weiterhin schuldig fühlen. Mhm. Ja. Und da war dann der Moment, wo es langsam sich wandelte. Ja? Und wir haben wirklich ganz, ganz langsam begonnen, dass jeder wirklich, ähnlich wie mein eigener Prozess, wirklich langsam an die Swastika herangeführt wurde. Ja?
Und das wird demnächst noch ein paar der Leute haben sich auch bereit erklärt, ein Feedback zu machen. Es wird auch ein Feedback-Video geben zu diesem Swastika-Seminar. Ja, das finde ich interessant, so wie die Teilnehmer das erlebt haben. Genau, kannst du gerne mal den Link schicken und dann kann ich das auch noch mit darunter stellen, den Link unter die Sendung. Also es ist wirklich echt spannend, dass ich wirklich sagen kann, dass jeder Teilnehmer, egal wo er am Anfang stand, einen ganz, ganz großen Schritt zur Befreiung der Swastika geführt hat. Selbst die Teilnehmer, die extrem mit dem Opfersein verhaftet waren und mit der Schuld und die gesagt haben, Dascho, das geht nicht, was du jetzt hier von uns verlangst, diese Schuld zu transformieren. Ja, da gab es wirklich auch krassen Widerstand. Und gerade diese Teilnehmer, die arbeiten jetzt wirklich zu Hause weiter mit der Swastika. Und das ist so eine Freude, einfach solche Mail zu bekommen, wo jemand sagt, oh, guck mal, ich hab mir wieder eine aus Kerze gemacht und ich überlege mir eine Tasche zu bauen, wo die raufkommt oder was auch immer. Also wo du einfach merkst, da ist wirklich ein Zugang frei geworden, ja. Und das ist eben auch, was ich erlebe, jetzt gerade eben auch im Sommer, mich jetzt so zu zeigen und so. Das ist einfach wunderschön, weil du kommst wirklich in Kontakt. Das ist alltägliche Transformation. Ist auch ein Bedürfnis, weil wenn man denkt, dass es ja ursprünglich das Glückssymbol ist und für die Sonne, das Sonnenrad, dass die Menschen, dass da auch ganz viel Freude wieder frei werden darf. Das ist ja wie Psychologie, das innere Kind heilen, das dunkle Kind heilen. Und da so viel Traurigkeit und Missbrauch, das Bild, was du gesehen hast. Und da wartet ja eigentlich nur das Kindliche, wieder in die Freude gehen zu dürfen, sich zeigen zu dürfen. Und eben darüber bin ich auch ja auf dieses ganze Thema gekommen, wie ich am Eingang der Sendung schon kurz erläutert habe, weil da jemand mit dieser Swastika geheilt hat. Und ich dachte, wie kann man mit etwas heilen, was bei uns so krass nur auf das Böse drauf ist. Das ist also deswegen kommt, da trinkt man drauf, auf dass die Swastika heilen darf. Oh ja. Toll. Nein. Und das, was du sagst, mit diesem Heilen, dadurch, dass ich das alles auch auf Facebook öffentlich teile, schrieb mir irgendwann eine Physiotherapeutin, sie hat mit einer Klientin schon ganz lange an einem Rückenproblem gearbeitet und durch meinen Prozess mit der Swastika hat sie irgendwann intuitiv einfach nur eine Swastika auf diese Stelle von der Frau gemalt und diese Rückenprobleme wurden besser. Ja. Und das sind einfach so klein, scheinbar kleine Sachen, die aber so viel bedeuten. Ja. Das ist echt wirklich. Also ich glaube, du bist da, wie ich auch, in einigen Dingen hier, weil da gibt es immer wieder Widerstand an den Ebenen, wo wir arbeiten. Man ist da auf eine Art und Weise Pionier. Mhm. Man hat mit viel Gegenwind zu rechnen. Oh ja. Aber am Ende werden wir wissen, für was es gut ist. Und ich will ja nicht von der Bewegung reden, das ist Quatsch. Aber das ist so wichtig, dass mal welche aufstehen und dass das passiert, dass ein paar den Mut haben, das zu tun, nicht nur anzusprechen, sondern eben auch Heilung herbeizuführen. Da ist auch genau mein Ansatz. Also ist so viel Heilung nötig hier auf diesem Planeten. Und deswegen, ja, nochmal ziehe ich meinen Hut vor. Bin ich großartig für diese Art Heilarbeit, die du machst. Dass du dich selbst dazu ermächtigst, dass du den Mut hast, finde ich toll. Wünsche ich dir auch alles Gute weiterhin. Dass du da noch viel erreichen darfst, dass viele zu dir finden. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich dich da gerade spüre, dass das auch so dein Weg sein wird. Ganze Weile. Denke ich, wirklich. Ja. Sonst hättest du es nicht auf der Brust, würdest du es nicht tragen. Genau. Ja. Das ist die Initiation gewesen. Das ist definitiv eine Initiation, weil es war wirklich echt. Also ich habe auch da wieder eine gute Fügung, jemanden, wie bei meinem ersten Tattoo, was auch eine hohe spirituelle Bedeutung hat für mich, eben jemanden gefunden, der genau diesen rituellen Charakter der Tätowierung erstmal in sich trägt und ich durfte alles wieder machen. Ich durfte räuchern beim tätowiert werden. Ich durfte eine bestimmte Musik, rituelle Musik von buddhistischen Mönchen spielen,
Und es war wirklich einfach so, das war wirklich krass. Und das war auch wirklich, also in dem Tattoo-Studio haben auch alle echt den Hut gezogen und haben gesagt, krass, das ist die größte Swastika, die sie je gestochen haben. Und dann an so prominenter Stelle. weil das ist das, was ich, weil du hast angesprochen, du möchtest nicht von einer Bewegung sprechen, aber das ist es eben. Es gibt einfach die Bewegung und das hat mich ganz glücklich gemacht. In meiner Recherche zur Swastika konnte ich eben einfach entdecken, dass es sowohl weltweit diese Swastika-Bewegung gibt. Es gibt auf Facebook diese Seite Swastika-Blog, eine Seite, die jeden Tag von irgendwo aus der Welt Swastikas geschickt kriegt und veröffentlicht. Ja, spannend. Siehst du, habe ich wieder ein Info mehr. Genau. Toll. Swastika-Blog. Und was mich auch erstaunt hat, weil das hätte ich nicht gedacht, dass wir da schon sind. Es gibt im Europäischen Parlament gibt's ein Gremium, hat sich wirklich seit einiger Zeit damit befasst, die Rehabilitation der Swastika europaweit wieder einzuführen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren war ja genau das Gegenteil davon. Genau, da wollte ja Deutschland das sogar noch verschärfen auf europaweit. Da hat aber Europa gesagt, ja, das machen wir nicht mit. Ne? Also auch da sieht man nochmal, wie arg Deutschland wirklich immer noch in diesem Zwang und in dieser Angst ist, ne? In dieser Vermeidung. Ja, ja. Und ich meine, ich aus der DDR kommt, sehe einfach, der Palast der Republik wird weggerissen, weil wir nicht umgehen können mit der Vergangenheit. Die Stalinallee heißt nicht mehr Stalinallee, obwohl der Stalingeist da ist. Das Adolf-Hitler-Stadion trägt diesen Geist. Und diese, wenn wir wirklich, das fand ich auch schön, ein Teilnehmer in dem Seminar hat was ganz Schönes gesagt. Warum haben wir eigentlich in Deutschland nicht irgendwo ein Swastika-Denkmal zu stehen, auf das wir gucken können, was ist denn noch in mir los? Ich sehe es schon vor mir. Ja, wunderbar. Wer weiß, in wie vielen Jahren. So Dinge, die brauchen oft lange Zeit. Aber ich könnte. Aber die braucht genau solche Menschen wie wir, die einfach wirklich rausgehen, weil das ist dieses, was du bestimmt auch oft gehört hast, dieses, das ist noch zu früh, das kannst du nicht machen, wo ich sage, wann soll es denn anfangen? Wann ist denn zu früh? Ja, genau. Und wann soll es anfangen? Wodurch soll es anfangen? Genau. Wann ist denn die richtige Zeit? Wenn wir noch mehr vergessen haben, wenn wir noch mehr angehäuft haben an Schuld? Genau. Das geht nur, also das war dann auch dazu, zur Heilung von allem. Genau, das war für mich eben einfach genau dieser Prozess, wo ich einfach gesagt habe, es muss doch irgendwie, wir müssen doch irgendwie damit arbeiten. Irgendjemand muss doch vorgehen. Wir müssen doch irgendwie. Und auch diese ganzen Teilnehmer habe ich, weil du hast dieses schöne Wort Pionier genannt. Ich habe einfach auch gesagt, ey, wir müssen einfach uns bewusst werden. Und das war dann eben auch diese krassen, teils körperlichen Reaktionen, die die Teilnehmer auch hatten. Ihr müsst euch bewusst sein, dass wir echt auf Minenfeldern hier rumlaufen. Speerschmerz. Ja? Und das ist wirklich einfach krass. Und das haben die echt gut gemeistert. Ne? Also wo ich wirklich gedacht habe, es gab einen Punkt, den möchte ich nicht vorher nennen, weil das einfach wichtig ist, dass jeder, der in diese kommenden Swastika-Seminare kommt, noch nicht vorher davon weiß. Aber es gab einen Moment, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt schmeißen die mich raus, wenn ich damit komme. Ja? Und sie haben es echt gemeistert. Und da war ich wirklich, wo ich gedacht habe, boah, echt krass, also wirklich. Aber das gibt einem doch auch Kraft zurück, dass man, weil man hat ja doch immer wieder die Zweifel und denkt sich, ja doch, die Geister sind da, die führen das alles, also bist ja auch nicht alleine bei der ganzen Arbeit. Ja, ein guter Freund von mir, der hat immer eine flapsige Art, Dinge auszusprechen, die aber so total passend sind, weil du sagst, so Zweifel, die gibt es nicht mehr so wirklich, seit diese Tattoo dann wirklich da ist. Also das ist wirklich einfach, da gibt es irgendwas. Sprichst und nicht er hat zu laut einfach, aus. Nee, das geht nicht darum, dass ich nicht sage, dass es nicht irgendwann auch nochmal Zweifel wegen was anderem gibt. Aber mit der Swastika gibt es diesen Zweifel nicht mehr. Und der hat einfach gesagt, der sieht, wenn er meine Brust anschaut, sieht er einfach nur etwas strahlend Schönes und ist dein WLAN zu Gott. Und das ist das einfach, was ich einfach merke, seitdem der Tattoo da ist, ist dieser Bereich, der immer schon offen war, so weit offen, dass der einfach nur noch von dort strömt. Es strömt einfach nur. Ne? Und das ist das, was mir letztens jemand geschrieben hat, der mich ganz grimmig auf der Wiese angeguckt hat, wo ich nackt irgendwie einfach mich gesonnen habe. Und der schrieb mir irgendwie abends, fand er mich auf Facebook, und der schrieb mir einfach, dein Lächeln und dein friedliches Teetrinken auf der Wiese hat nicht zu meiner Verurteilung
von dir gepasst. Und deshalb schreibe ich dir jetzt, ich bin verwirrt. Verwirrt. Und das ist, ja, und das ist der erste Schritt. Ja, und das ist ein wunderbarer Moment, dass er das aufgegriffen hat und dir gesagt hat, ey, ich bin verwirrt einfach. Und es passt nicht zusammen. Ich sehe ein ganz liebevolles Lächeln, weil ich habe ihn irgendwie angelächelt und er hat einfach weiterhin grimmig geguckt. Und er sagt, dieses Lächeln hat ihn einfach begleitet bis zu Hause. Und das ist doch total schön, wenn Leute einfach, oder wie letztens... Wie letztens jemand geschrieben hat, und das fand ich so schön, und da, weil ich mag das Wort Hakenkreuz nicht, weil das wirklich so ganz eckig ist irgendwie. Also Swastika auch ja mit der Bedeutung be blessed, also gesegnet zu sein damit, ist einfach so, so schön. Und er schrieb mir den Satz, ich hätte nie gedacht, dass ein Typ mit einem Hakenkreuz auf der Brust mein Meister wird. Danke. Und das ist, wo ich einfach gesagt habe, das ist eine ganz kostbare Aussage für deine Seele. Weil das zeigt, wie offen und wie weit du eigentlich bist, das zuzulassen. Zu sagen, egal wie dieser Typ aussieht, ich gehe auf die Ebene des Fühlens, was von diesem Menschen kommt. Und da passiert ganz viel. Man kann die alten Sachen lösen. Ja, ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Wunderbar. Hat mich auch sehr gefreut. Du merkst ja, dass wir könnten jetzt noch ewig. Ja, ja. Das schwingt, wenn man sich erstmal so warm redet irgendwie, ja, gell? Ja. Ich weiß, aber ja, wir machen das dann. Ich glaube, haben wir jetzt auch so schon viel schönes Material zusammen. Also. Ja. Schön. Vielen Dank. Ich danke auch. Wir tragen da was in die Welt hinaus. Wirst sehen. Wir werden viele kommen noch. Ja. Muss dich vergrößern müssen. Gerne. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne Daschus Arbeit momentan seit einigen Jahren. Wenn es ein Seminar gibt, dass jeder, wirklich jeder auf der Welt besuchen sollte, dann ist es dieses. Weil es so weit und so tief geht, viel intensiver und tiefer als ein Begriff jemals sein kann und wirklich ein Dienst für die Menschheit ist. Om Mahadevaya. Im Januar 2018 flatterte Dascho eine Vorladung vom Verfassungsschutz herein. Tatvorwurf: Verwendung des Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisation. Ein Bürger hatte eine von Daschos Visitenkarten in einem Supermarkt ausliegen sehen und ihn wegen der sich darauf befindlichen Swastika gemeldet. Die Anhörung erfolgte Anfang März, in welcher sich Dascho bezüglich seiner Beweggründe und Gesinnung zum Nationalsozialismus zu erklären hatte. Danach wurde ihm angeraten, auf das Symbol künftig doch lieber zu verzichten. Denn würden sich Anzeigen wie die eingegangene häufen, läge es im Ermessen eines Richters, ihm eine Geldstrafe aufzuerlegen. Heißt im Klartext, wenn sich unaufgeklärte Menschen von deinem Auftreten gestört fühlen und dich melden, ist der Staat gezwungen zu reagieren. Bei Wiederholung einer Anzeige ist also nicht der beim ersten Mal bereits geprüfte Kontext entscheidend. Geahndet und belangt werden kann man also alleine dafür, dass man wiederholt die Behörden beschäftigt. Nach dem Hochladen der ersten drei Teile bin ich in den letzten Wochen von vielen Menschen kontaktiert worden. Manche baten um Auskunft oder Rat, andere wünschen sich eine Zusammenarbeit, um eine mögliche Rehabilitation dieses alten Symbols weiter voranzutreiben. Jemand berichtete mir von seinem Vorhaben, Kunstdrucke von alten indischen Mustern anbieten zu wollen, auf denen die Swastika immer wieder abgebildet ist. Ganz so, wie sie sich in etlichen Bodenmosaiken überall auf der Welt wiederfindet. Um abzuklären, inwieweit er sich damit eventuell strafbar mache, hat er sich mit seinem Anliegen an mehrere staatliche Institutionen gewandt. Keine der Behörden war jedoch bereit oder imstande, ihm eine klare und eindeutige Auskunft zu geben. Verwiesen wurde lediglich auf den immer wieder gern zitierten Paragraphen 86. Die Antwort auf seine Nachfrage lautete stets gleich: Konsultieren Sie dafür bitte einen Anwalt.
Bedenkt man nun, über welches gewaltiges Regelwerk alleine die EU-Verordnung verfügt, wenn man dort heutzutage nur ein einziges neues Lebensmittel einzuführen versucht, erscheint der dürftige Absatz im Strafgesetzbuch, der bisher den Umgang mit der Swastika regeln soll, geradezu lächerlich. Hier wäre also eine Gesetzeslage wünschenswert, die für die Zukunft endlich mehr Klarheit schafft. Ein Vorschlag wäre beispielsweise, die Swastika beim Prüfen ihrer Verurteilung künftig aus ihrem verwendeten Kontext heraus einzustufen. Hakenkreuze, die damals wie heute durch ihre Schwarz-Weiß-Rot-Einfärbung im Zusammenhang mit rechtspolitischer Gesinnung zu verstehen sind, sollten auch weiterhin unmissverständlich strafrechtlich geahndet werden. Gar keine Frage. Doch Swastiken, gerade im kreativen, künstlerischen und religiösen Zusammenhang verwendet, sollten einfach nicht länger in denselben Topf geworfen werden, der allzu besorgten Bürgern und Denunzianten bislang einen viel zu großen Freiraum zugesteht. Als Gegenargument wird gerne immer wieder angeführt, dass man angesichts der in Deutschland momentan politisch angespannten Lage mit dem Ruf nach Rehabilitation der Swastika antisemitischer Hetze nur neuen Aufwind geben würde. Persönlich glaube ich, dass auf lange Sicht genau das Gegenteil der Fall sein würde. Denn wenn nicht wir Deutschen uns irgendwann wieder aufmachen, um die Swastika aus dem braunen Sumpf der Vergangenheit herauszulösen, wer dann? Bisher scheinen die meisten Deutschen jedoch immer noch Angst davor zu haben. Doch nicht die Swastika ist es, die von uns erlöst zu werden braucht, sondern wir sind es, die wir sie in uns selbst wieder heilen und uns mit ihr versöhnen sollten. Wie, ob überhaupt und wenn ja, auf welche Weise, darf freilich jeder für sich selbst entscheiden. Die kommenden Jahre werden es zeigen, inwieweit ein Bedarf überhaupt vorhanden ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr uns ein wenig unterstützen wollt, einfach die rote Zeile via PayPal-Konto in euer Browserfenster eintragen und fertig. Dankeschön, Servus!